Das hast du gut gemacht. Jetzt lass uns schnell Zelda vom Fluch befreien. Gut, Link. Jetzt verwandle Zelda mit der Kraft des Schwertes 4 zurück. Danke für deine Hilfe. Auch als ich zu Stein geworden war, konnte ich dich sehen, Link. In meinen Träumen. Der Fluch ist offenbar gebrochen. Ein Glück. Wir kamen noch rechtzeitig. Oh nein, das Schloss stürzt ein. Wir müssen schnell hier raus. Los, lauf! Kann ich auch rollen? Nanu, der Ausgang ist blockiert. Dann schnell zur heiligen Stätte. Schnell! Folge! Mein Hals tut weh, aber ich kann nicht mehr reden. Schnell! Da ist sie, die heilige Stätte! Halt! Speichern! Halt! Leben auffüllen! Egal wie schlimm dieser Einsturz ist, nichts ist schlimmer als meine Beckenschmerzen. Du beknackter Fail, komm zurück! So, komm. Jetzt können wir nochmal abspeichern. Und jetzt zur heiligen Stätte. Kabum! Mir kommt ihr nicht. Ihr sollt die Kraft des Dämons Fati, der das Haus erlangt hat, erfahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie waren das nochmal? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Und mit überhaupt nicht meine ich überhaupt nicht. Musste ich nicht irgendwie... Wie war denn das? Vielleicht mit dem Wirbelstab? Nee. Wie war denn das? Ich weiß gar nicht mehr. Ich probiere nochmal mit dem Pfeil hier auf die Mini-Augen. Geht auch nicht. Was muss ich machen? Hilfe! Ich weiß doch gar nicht, was ich machen muss. Lass mal überlegen. Mir fällt ein Stein. Warte mal, ich habe eine Idee. Erstmal muss er seine beknackte Dingens da benutzen. Kann ich nicht irgendwie rein hier? Oh, verdammt. Nein, geht nicht. Was muss ich machen? Mensch. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. Vielleicht mit dem Schild diese beknackten Strahlen reflektieren? Nein, das nicht. Reflektieren. Komm, schieß. Um ehrlich zu sein, ich verstehe überhaupt nicht. Probieren wir mal mit 4 Teilen, mal sehen, ob das irgendwas bringt. Wir müssen doch irgendwie diese Augen öffnen. Irgendwie diese Augen öffnen. Ich hab's mit Pfeilen versucht, geht auch nicht. Aua. Ne, Pfeile bringen nicht. Kann ich Pfeile benutzen, wenn ich klein bin? Nee. Da kann ich nur
das machen. Was muss ich machen? Ich weiß es nicht mehr. Komm schon, er muss doch irgendeinen Hinweis geben. Das geht auch nicht. Ja, funktioniert ja wunderbar. Ich kann mich erinnern, dass ich bestimmt nicht im Boomerang benutzen muss. Komm schon, das muss doch irgendwie herauszufinden sein. Kann auch so schwer nicht sein hier. Auch vorher sterbe ich hier noch. Also beim besten Willen, ich habe keine Ahnung. Tut mir leid, aber ich weiß es echt nicht. Kann ich mich mal bewegen hier? Danke. Danke auch nicht. Ich muss doch irgendwie diese Augen öffnen können. Unten glaube ich nicht. Was habe ich denn? Das kann ich nicht gebrauchen. Das bestimmt nicht. Den auch nicht. Den hier eventuell. Nee. Ich kann auch nichts mit dem Arm machen. Ich glaube, ich wage zu erinnern, dass es irgendwas mit diesem Arm zu tun hatte, aber ich weiß es nicht mehr. Muss doch irgendwas sein. Muss ich mal reflektieren hier, geht auch nicht. Den haben wir doch schon versucht. Ach, hör auf. Wie jetzt? Brat mir doch einen an Storch. Das hätte ich früher rausfinden müssen, um ehrlich zu sein. Wo ist der? Wo ist er? Wo ist er? Dieser Mistviecher ging mir sowas von auf den Sack. Komm, gefälligst. Alter, nervt mich. Scheiße. Also, so wie es aussieht, müssen wir den wahrscheinlich neu starten. Ein Herz hilft mir leider herzlich wenig, Kollegen. Da hat wohl eine tierische Aggression, ey. Yes. Hallo? Ich will angreifen irgendwie mal. Warte mal, ich habe eine Idee. Jetzt mit dem Scheiß hier ausweichen. Also. Gut, jetzt weiß ich jedenfalls, wie es geht, im Falle, dass wir sterben. Verdammt.
es sieht ziemlich danach aus, dass wir sterben werden. Mal sehen. Ich wollte mich gerade voll erschrecken hier. Meine ich doch, normalerweise benutzt er doch erst seine Scheißdinger hier zuerst. Verdammt, nur zwei getroffen. Na. Ich will nicht mehr. Was, schon wieder? Alter, bleib mal locker hier! Nee. So etwas Dummes! Was ist mit der Kraft des Force? Der dämonischen Kraft! Schön, dass dir nichts passiert ist. Du hast Fati besiegt. Das ist gut. Aber wir haben so viel verloren. Das Schloss, all die Menschen. Oh, wer hätte das gedacht? Nun, da Fati besiegt ist, ist auch sein Fluch von mir gewichen. Mein Name ist Ezelo. Ich bin der Weise von Tyloria. Ich war es, der die Mütze des Hexenmeisters erschaffen hat. Meine Schwäche hat den Menschen viel Leid gebracht. Bitte verzeiht mir. Viele Menschen mussten sterben. Das Schloss ist zerstört. Doch gebt die Hoffnung nicht auf. Doch auch ich meine ursprüngliche Gestalt zurückerlangen habe. Lässt sich mit Zeldas Horse und der Mütze vielleicht noch etwas ausrichten? Wenn ein aufrichtiger Mensch sie trägt, entfaltet die Mütze ihre wahre Kraft. Nun denn, Zelda, bitte inbrünstig für deinen Wunsch. Das Schloss steht wieder in seiner alten Pracht. Die Menschen sind vom Fluch befreit. Alles ist wieder wie vorher. Ja, ich spüre die Lebenskraft überquellen. Selbst die magische Mütze erzittert vor solcher Energie. Die Mütze heißt Mütze der Wünsche. Sie erfüllt die Wünsche des Trägers. Weil Fati so ein böses Herz hatte, wurde er zu einem Dämon. Doch Zeldas Wunsch und die Kraft des Force konnten ein Wunder vollbringen. Ja, die Zeit des Abschieds scheint gekommen. Das Tor von Tyloria, das sich nur alle 100 Jahre öffnet, schließt sich wieder. Ich kehre zurück nach Tyloria. Ich weiß, durch meine Schuld geschah viel Leid. Doch
Das Böse ist besiegt. Dank Zelda erstrahlt Hyrule wieder im alten Glanz. Link, unsere gemeinsame Reise hat durchaus vergnügliche Seiten. Der Abschied stimmt mich ein bisschen traurig. Nimm bitte dieses Geschenk. So sehe ich dich zum ersten Mal. Aber sie steht dir, kleiner Held. Alles Gute. Lebe wohl. Ja! Das war Let's Play Zelda The Minish Cap mit dem Direktor von Hidemaru Fujibayashi. Wir haben Fatih besiegt und Zelda und ganz Hyrule gerettet. Was auch immer ihr wollt. Ja, damit sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und lasse jetzt erstmal die Credits rollen. Das Programming von weiß ich nicht wen, hab ich nicht mehr gelesen. Objektdesign von Kimo Kimo, Erich Hock, Kumiko Fujiwara, Kaisuke, Twiggy Mototsuni. Das Scrolldesign von Nishitsuji Asai, Takayuki Nakayama, Hiroyuki Imahori, Oyoshi und noch so hin. Musik von Mitsuhiko Takano und Soundeffekte von Shinji Amakishi und Takashi Moriguchi. Charakterdesign von Kimo Kimo. Artwork von Haruki Suizugu. Das Titellogo-Design ist von Shoei Satoshi Ukai. Die Supervisors sind E. Aonuma, Yamada Narita Tsetsuka und Yamashita. Der Soundadvisor ist Kondo. Die europäische Lokalisation ist Markus Krause und die Übersetzung ist Markus Vers und noch irgendjemand. Die in Französisch kann ich überhaupt nicht lesen. Und Spanisch stehen alle da. Italienisch und Englisch stehen auch alle da. Spezialdank an Takeguchi, Super Mario Club, Rockman Club und Capo Hammin C und noch irgendeinen. Spezialdank an den Original, an das Original selber Staff. Management waren Nosetake und Masanori Kusumoto. Japanische Namen. Producer ist Keiji Inafune. Die Generalproduktion war geleitet von Shigeru Miyamoto. Ach, scheiße. Der Executive Producer ist Satoru Iwata. Ich muss lesen lernen. Hiermit endet das erste Abenteuer von Link. Doch was wird die Zukunft Link, Zelda und den Hylorianer noch bringen. So geht die Geschichte weiter. Solange die Kraft des Force es will. Punkt, Punkt, Punkt. All rights including the copyrights of game, scenario, music and program reserved by Nintendo. Speichern. Ja, damit haben wir jetzt The Legend of Zelda The Minish Cap durch. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Ich bin mir sicher, wir haben bestimmt 20% des gesamten Spiels verpasst, also in Sachen sammeln und so weiter. Die werde ich jetzt wahrscheinlich auch bestimmt nicht nachholen, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich sage damit jetzt Tschüssikowski!